Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Alex und willkommen zum Video hier. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich hier so ein kleines Paket. Ja, ich denke mal, ihr wisst, was da drin ist. Es sind beide Somnium-Editionen, einmal die Blizzard und die Firestorm Edition. Ich werde sie gleich auspacken, euch meinen ersten Eindruck mitteilen, ja, euch die Karten alle zeigen. Allerdings werden wir in diesem Video nur eine Edition auspacken, damit es nicht zu lang wird. Und falls ihr Bock habt, dass ich noch ein Unboxing zu der anderen Edition hochlade, dann schreibt es in die Kommentare und das wird dann die Tage online kommen. Aber bevor wir anfangen, eine Sache noch, wir sind momentan bei 299 Abos, wenn ich das gerade aufnehme. Deswegen macht doch einfach die 300 voll, Jungs. Macht's einfach. Tut mir den Gefallen. Nee, ja, wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal, würde mich echt freuen. Und das war's jetzt auch mit Rumgelabere. Gucken wir uns das lecker an. Ich ändere jetzt auch die Kameraperspektive, damit man ein bisschen mehr vom Tisch und von den Karten gleich sieht. Und dann soll es auch schon losgehen. Okay, let's go. Das Morph, ich habe natürlich professionell kein Werkzeug, kein Messer, nichts. Hier sind die Versandbestätigung oder sowas, der Rechnung. Ob ich die mache. Ist hier noch irgendwas Schönes drin? Nö, das kommt dann auch weg. So, Somnium Playing Cards. Das erste, was mir auffällt, ist die Box. Erinnert so an so Pappe. Also wirklich dann so, keine Ahnung. Nennt man das Umweltpappe, Umweltpapier? I don't know. Aber es ist wirklich so. Also, es ist definitiv kein. Erinnert nicht mal im Ansatz an so eine Bicycle Box. Dann ist es embossed. Ah, durch die Folie sieht es, also spürt man das so ein bisschen. Hier sind die beiden, ja, sozusagen die Rückseiten der Edition. Ah, das sieht cool aus mit den Dingern hier. Hier haben wir das Feuer, hier haben wir Eis. Oh, da hat der Versand aber hier ein bisschen reingeschissen, muss man sozusagen. Ein bisschen ja, verknickt an der Ecke, aber juckt nicht, das ist nur eine scheiß Box. Die Karten sind, denke ich mal, trotzdem in Ordnung. In dem Video werden wir aber die Blizzard Edition auspacken, weil ich bin auf das Thermogimmick gespannt und allgemein will ich wissen, wie die Karten aussehen. Also, auf geht's! Wo ist das Dingens hier? Ich bin so ein Profi beim was Karten auspacken angeht, ne? Nicht. Komm schon, Bruder, geh auf. Mach jetzt nicht so. Don't let me down like this. Ey, nee. Das geht erst mit dem ersten Kritikpunkt, Kappa. Komm schon. Der Struggle ist gerade richtig real. Wieso haben die nicht so eine etwas längere? Keine Ahnung. Ja, wie das heißt. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Da muss ich jetzt gleich wirklich auf Tryhard hier mit Schere ankommen. Das wäre natürlich belastend. Alter, ich bin gerade wie so ein Plepp, als ob ich noch nie ein Kartendeck ausgebracht habe. Okay, ich habe nichts gesagt. Hier ist so ein Teil, wo man es ziehen kann. Ich habe es nicht gesehen, ich bin einfach nur blind. Ja, Kritikpunkt wird zurückgenommen, ne? Aber ne, war ja sowieso ein Scherz. Okay, auf geht's. Hier wird natürlich schon ein bisschen rumgerissen, was natürlich ein 200er IQ-Move war. Nicht. Alter, ich merke schon, ich bin ein professioneller Unboxer hier. Ah, nein. Alter, was ist das hier für ein Profi-Level? Nein, ich will eigentlich die Dinge da an der Box um. Ach, scheiß drauf. Okay, ich habe es irgendwie so ein bisschen hässlich gemacht, aber ja, it is what it is. Machen wir jetzt mal weg. Naja, egal, auf geht's. Die Karten sind das Wichtige. Ah, warte, bevor wir das machen, der wichtige Test natürlich. Ja, ist ein bisschen Platz. Die meinten ja, die Karten sind dünner geworden. Die Schachtel ist auch recht dünn. Also, bin ich mal gespannt. Boah, die Karten sind nochmal eingepackt, Alter. Ihr habt gerade schon gesehen, wie ich gestruggelt habe. Ne? Ich werde damit gleich auch wieder strugglen. Aber die Karten sehen irgendwie klein aus. Ne? Nee. Also ganz normal Poker-Size-Deck, natürlich. Aber die sind echt voll dünn. Weil da sind ja nochmal vier Karten extra, so die Joker und so. Krank. Okay. Hier gibt es so ein Ding. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es irgendwie einen Trick gibt, wenn man das so zusammen, wenn man das irgendwie so macht, um das aufzureißen. Ich habe es noch nie gemacht. Deswegen wird das jetzt die Premiere sein und ich werde richtig cringy verkacken, glaube ich. Bruh, ist das jetzt offen? I don't know, ich mache einfach eine an dem Ding hier. Ja gut, Alter, ich habe ehrlich gesagt, dass ich Karten nicht auspacken kann. Ui. Damn. Da wird glitzern. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Boah, die riechen aber.
Ja, die riechen schon recht stark für den Deck, finde ich. Warte, wir packen erstmal die Joker raus. Oh Gott, Alter. Professionelles Unboxing mal wieder hier. Ich glaube, die sind identical, ne? Ja. Joker ist auch cool. Hier ist das auch, das... Big 7 Reveal. Warte. Das ist ganz cool. Ich glaube, auf der anderen Edition ist die 37 drauf. Hashtag Mnemonica. Auf jeden Fall ganz cool. Ich weiß noch nicht, ob ich damit irgendwas machen werde. Vor allem jetzt so in dem Licht, was ich hier gerade habe, sieht man die Peak 7 auch nicht so gut. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen der Sinn, dass es ein bisschen versteckter ist, der Reveal. Hier der Peak und Kreuzkönig. Ja, ist halt ein Gimmick. Auf das bin ich nicht so gehypt. Hier ist die Thermokarte und ich bin echt gespannt, ob das gut funktioniert. Ja, ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Also irgendwie Finger raufhalten, ne? Finger abnehmen. Kreuz 2 Reveal, warte, ich mach's noch ein bisschen länger. Kreuz 2. Joa, warte, dauert es jetzt irgendwie lange? Ne, die zieht es schon wieder ein. Das ist echt cool. Hast du so eine etwas, ja nicht klebrig, aber man spürt schon, dass da irgendwas drauf ist. So eine Folierung oder keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall cooles Gimmick, habe ich so noch nicht gesehen. Ja, fresh. So, kommen wir zu den Karten. Okay, die Karten kommen in Standard New Deck Order, glaube ich. Ne, warte. Doch, Standard New Deck Order, nicht Mnemonica. Schade. Würde ich begrüßen, aber ja, ist halt so. Also, falls euch nicht aufgefallen ist, Karo und Herz sind in der Edition hier blau. Hier sind die Asse, recht schlicht gehalten eigentlich. Naja, was heißt recht schlicht? Also, man sieht sie einmal groß. Hier sozusagen auf der Karte drauf und das finde ich eigentlich ganz cool. Erinnert auch ein bisschen an die Phoenix Edition, also an die Phoenix Decks. Hier ist das Peak Ass, also echt cool. Und jetzt probiere ich gleich das aus, was mir eigentlich auch sehr wichtig ist bei einem Deck, und zwar wie man es Pharaohen kann. So, probieren wir das aus. Machen wir mal Perfect Pharaoh, probieren wir das. Wo ist der König? Da, König und Ass, auf geht's. Alter, die Karten sind echt richtig dünn. Also, real talk. Okay, sind die Traditional Cut? Okay, scheinbar nicht. Nein. Wahrscheinlich so. Ich zitter irgendwie ein bisschen. Alter. Was ist los? Hallo? Sind die doch Traditional Cut? Bin ich gerade behindert? Ah, doch, die sind Traditional, okay. Weiß nicht, also den Pharaoh habe ich gerade noch ein bisschen gechoked, aber erster Eindruck ist, dass sie nicht so smooth rein Pharaohen wie, keine Ahnung, zum Beispiel Theory 11 Karten, wenn ich frisch aus der Box hole. Aber ich probiere nochmal die andere Seite. Ja. Hey Jungs, also ich glaube, die sind Traditional Karten, also ich mache schon in die richtige Richtung. Aber, I don't know. Ich will hier aber auch nicht, keine Scheiße erzählen, deswegen probiere ich es einfach nochmal aus. Ne, die sind nicht traditional. Was laber ich? Hä, was hat gerade nicht funktioniert? Okay, da habe ich gerade Scheiße erzählt. Die sind nicht traditional cut. Also mit dem Pharaoh müsst ihr sozusagen, wenn ihr es so splittet in der Mitte, face down nach, also von der Seite nach unten machen. Ach, ich laber mir Scheiße. Ne, was laber ich? Die sind gar nicht traditional cut. Also, es hat gerade irgendwie nicht funktioniert, aber jetzt funktioniert es perfekt. Also ich nehme das zurück mit dem, dass die sich nicht im Pharaoh lassen. Das funktioniert einwandfrei. Ja, das funktioniert ganz normal, also wirklich keine Beschwerden da. Auch ein wichtiges Ding, Le Prospect. Damn, Alter, wie das aussieht. Den habe ich gerade ein bisschen gechoked, den Le Prospect, aber so Spring ist natürlich auch ein wichtiges Ding. Easy aus der Box zu springen, nicht so wie beißige Karten, wo man erstmal, keine Ahnung, die halben Karten so zerdrücken muss, bis sie springen. Also funktioniert echt gut. Man, oh, hallo. Echt cool aus, also glitzert hier auch ein bisschen, also ich habe jetzt auch ein direktes Licht drauf, deswegen reflektiert das hier. Ich weiß nicht, ob man es gut auf der Kamera erkennt, aber sieht echt cool aus. Dann. Boah, das sieht echt fresh aus, so mit diesen Dingens, mit den, mit diesen silbernen, keine Ahnung, was das ist. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Pfeil, aber es sieht fresh aus. Alter, ich entwickle mich hier gerade zum Mahan, Digga, feier ich. Feier ich auf jeden Fall. Aber nee, das sieht echt cool aus. Vom ersten Ripple Fan Show gestellt. Ja, zur Hälfte, oh mein Gott. Ja, gut. Hey, ich krieg den aber gerade nicht irgendwie ganz rum. Okay. So, ah, nein! Bruder, mach doch nicht so.
Ey, aber Riffle-Fans gehen mit den Karten eigentlich echt gut. Der war jetzt auch nicht so nice von mir, aber... Ja, you know what I mean, ne? Also, Handling ist gut. Was mich noch interessiert, ist diese Snappiness von den Karten. Oder? Na ja, gut, der Change war jetzt nicht so clean, aber... Die sind schon recht gut am Snappen, so, wenn man das so sagen kann. Die sind echt dünn. Also ich habe jetzt zwei Springs gemacht und die sind schon so ein bisschen durchgebogen. Aber die kann man natürlich auch zurückbiegen. Okay, machen wir jetzt noch einen meiner Lieblingsfans, Pressure-Fan. Boah, ja. Also ich habe immer so ein bisschen Struggle mit dem Pressure-Fan bei einem komplett neuen Deck, weil die Karten da sehr, sehr rutschig sind. Aber guckt euch das an. Sieht echt gut aus eigentlich. Also Respekt dafür. Wir können ja mal einen Reversed-Fan machen, weil ich glaube, wir gucken, wie der aussieht. Das Problem ist halt, ich kann den nicht, ne? Warte. Ja, das ist das Beste, was ich als Reversed-Fan hinbekomme. Also, ja, sieht auch cool aus. Hat jetzt nicht diese diesen silbernen Pfeil oder so, wie auf der anderen Seite, aber sieht trotzdem cool aus mit dem Hellblau. Ich mag den Farbton allgemein sehr, sehr gerne. Ich kann jetzt auch mal versuchen, cool zu sein, wie die ganzen Boys in den Cards-Reviews, aber es wird wahrscheinlich nicht klappen. Boah, ist gar nicht so schlecht. Warte, das kriegt doch bestimmt besser hin. First Try. So ein Table-Fan oder wie auch immer der heißt. Ich weiß wirklich nicht, wie der heißt, aber ich finde den eigentlich ganz cool. Ja, also die Karten gefallen. Mein erster Eindruck ist sehr gut. Also die Qualität lässt eigentlich nichts zu wünschen übrig. Lassen sich gut Pharaoh. Sehen cool aus im Fan. Kann man gut springen. Ja, hier nochmal der Fan, den ich auch gerade eben nochmal erwähnt habe. Also man kann sich wirklich nicht beschweren. Beschweren kann man sich dann normalerweise eher weniger. Also, wie ist mein erster Eindruck von den Karten? Mein erster Eindruck ist, dass die Karten sehr hochwertig sind, wie Matti und Hai natürlich auch in Einfluss angekündigt haben, dass sie überall Upgrades betrieben haben. Ja, das spürt man auf jeden Fall. Die Karten sind sehr, sehr dünn und haben trotzdem diesen Snap, was ich persönlich sehr gut finde. Das Design ist natürlich richtig geil, auch die Folierung, die glitzert und glänzt. Also ich weiß nicht, ob es auf der Kamera gut rüberkommt, aber ja, wenn du sie in der Hand hast, dann merkt man das halt definitiv, dass sie halt sehr hochwertig sind und auch gut aussehen. Die Gimmicks sind auch sehr cool, vor allem die Thermokarte ist auch interessant. Mal gucken, ob und wie ich sie benutzen werde. Ja, dazu kann ich vielleicht etwas in mehreren Wochen sagen. Dann der König ist auch recht cool, dazu haben die auch ein Tutorial hochgeladen, also zu beiden Karten haben ein Tutorial hochgeladen, wie man die benutzen kann. Könnt ihr auch natürlich auschecken. Alles in allem finde ich, das Deck ist sehr gelungen, sieht gut aus, fühlt sich gut an. Was immer mehr von einem Kartendeck, ne? Und wenn ihr Bock habt, dass ich das Firestorm-Deck auch in einem Video auspacke, dann ja, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Vielleicht ist ja das Firestorm-Unboxing. Ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Bis dann.